Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchak99 und bevor ich mit der steigenden Flutquest weitermache auf der Xbox, kann ich euch verkünden, das Ephemera Update, was schon für den PC schon draußen ist, seit einer Woche ungefähr, ist jetzt auch für die Xbox und für die PlayStation 4 rausgekommen und man kann jetzt mit seinem Wheeljack praktisch die Missionen halt fliegen. Es gibt auch zwei neue Waffen und einmal die Quellor und die, ach, wie heißt die, ich weiß jetzt nicht, zweihändiges Katana, einhändiges Katana, die Pennant, genau. Gibt es halt diverse Skins, Rüstungssets halt, gibt es neuen Excalibur-Skin auch noch. Deluxe-Skin, aber da gehe ich mal später drauf ein. Heute geht es ja mehr um die steigende Flut-Quest, die ich noch vielleicht noch beenden werde heute, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch läuft dann mit dieser Quest. So, aber so, genau. Das war jetzt fürs Erste erstmal und dann letztes Mal habe ich das Hex-Segment hier fertig repariert. Und die Argon-Kristalle habe ich auch fertig gefarmt. Also das war, wie gesagt, ein bisschen nervig. Naja. Und sobald man das Hex-Segment fertig repariert ist, kriegt man Post wieder von Ziflon Sai. Oder Sai. Oder Clay? Keine Ahnung. So, und der schickt dann diese nette Nachricht. You require a viable command, Cephalon. You understand why I am non-viable. Replacement Cephalon not yet located. A solution must exist. I will find it. Final component marked. So, letzte Komponente wurde gefunden und das ist die Motorverkleidung. Okay, mal schauen. Einmal, die werde ich natürlich ganz alleine machen. So, dann werde ich halt diesmal die Motorverkleidung bergen. Moment, einmal die Extraktoren reinholen. Ah, es gibt so viel zu tun, aber wenig Zeit. Kuva-Liches jagen, Wheeljack fertig machen, Wheeljack fliegen. Der Händler kommt auch noch demnächst. So. Genau, wo finde ich das? In Europa ist das? Die Motorverkleidung. So, und da ist es. Berge die Motorverkleidung. So. Ja, wie gesagt, so viel zu tun momentan. Auch das, dass die Quest sich so extrem sich schrecken lässt, so mit so. Finde Komponent, finde benötige Ressourcen und dann warte 12 Stunden. Das finde ich schon, ist schon ein bisschen grenzwertig halt. Da ist man ja praktisch eine gute Woche damit zugange. So. Calving identified. Visual verification required. Move in. So, jetzt heißt es die Motorverkleidung finden. Genau, und die Dauer der Mission ist auch hier die Bergungsgeschichte, meistens so 10 Minuten, dann Ressourcen sammeln. Das ist das, was ein bisschen aufwendiger ist halt. Das beansprucht ein bisschen mehr Zeit. Ich sag nur die Bergbaugeschichte halt, wo man halt Bergbauressourcen auf Fortuna oder Eidolon fahren muss halt. So. So. Perimeter breached. Clear them out to missing scanned.
Establish a dampening field. Eliminate naja, die Störungsdrohung. Ah, Sentinels sind auch noch da. Ah. The sentient has adapted to your damage. Surprise them with something new. Back to work. Let us get this over with. Ah, da ist noch ein Sentinel noch. Fernkämpfer. Damit. Zurück. Scan cannot continue until the area of operation is clear. Get on it. No. Interference drones detected. Scan interrupted. Sentinel fighters can adapt to your attacks. Hit them with something else. So. Schnell weg mit dir. So. Jetzt weiß ich nicht, was ich bekommen habe auf der Stelle. It has to be the community to attack. Try something different. Scan interrupted. Hold perimeter. So ist weg. Fernkampf ist auch weg. So, Störungsdrohnen auch noch. Meine Güte, ne? Da unten kommt die Stadt. Das war ja voll daneben. Alpha. Return to objective. Structural integrity within required tolerances. So. Marking for recovery. Fertig. Cephalon Ortis. Time for pickup. Ach, da oben. So, Motorgehäuse oder Verkleidung geborgen. So, kann man durchrennen. Ich hab keine Zeit. Oh.
Effekten hier. Noch mehr. Werfen nicht. So. Any of y'all see the feeds light up? It's going down, kids. Federgeladener Breitkopf erhöht Schaden um 40% und Ziel mehr als 45 Meter entfernt ist. Okay. Und eine Motorverkleidung. So, Federgeladener Breitkopf müsste eine Konklave-Mod sein, die man auch, glaube ich, auch so nutzen kann. Tenno, your assistance is required in the dry dock. So, jetzt heißt es wieder schnell ins Dojo. Zack. Bin mal gespannt, was ich dort für Ressourcen brauche. Jetzt heißt es schnell zum Trockendock. So, da sieht ja mal, sieht man das gute Stück halt von Reject. So. Ja, sieht schon ziemlich mächtig aus. All known Cephalons surveyed. None conform to tactical parameters. None possess necessary astrogation poetics. None possess a comprehensive warfighting database. Viable Cephalons nil. Okay, schon wieder gepumpt. Oh, Kopernix wieder suchen. Nein. Okay, diesmal nur 40 Stück. Ampullen, Ferret, 10.000 Bergungsgut, 1.000.000 Credits. Gut, beitragen. We are making good time. I have yet to find a viable command Cephalon. My search continues. So, das wird wieder heißen. Auf nach Fortuna. Okay, warte mal, 40 oder 60 Stück brauche ich. Zwei davon habe ich abgeliefert. Ist nicht mehr viel, Kupernik, aber wird wieder lästig sein. So, dann heißt es auf nach Fortuna. Und Bergbau zu betreiben. Wahrscheinlich kriege ich wieder Edelsteine ohne Ende, habe ich das Gefühl. Da. Aber zum Glück keine 15 Argon-Kristalle oder so. Ich glaube, da wüsste ich aber hier. So.
So, aber diesmal ist hier nix in der Nähe. Nein. Gut, dann fange ich mal mit der Höhle an. Schauen. Ah, hier ist schon mal ein Erzvorkommen. Oh, direkt 20 Stück, das ist schon mal gut. Weiter tiefer, okay. Oh, nee, das sind Edelsteine, die brauche ich nicht. Edelsteine, nein. Das ist ein Erzvorkommen. Oh, 14, das ist doch schon mal gut. Da oben ist noch was. Ah, verdammt. Ah, klappt so weit weg. Von hier kriege ich das nicht. Okay, das ist ein Datenpad, was ich schon habe. Auch von hier aber. Zweimal und hier. Nein? Ach, hier unten. So, das war die Höhle. Fange ich damit. Genau, mit die Höhle mache ich dann weiter. Ja, ich möchte die hier. Ah, okay. Ah, jetzt geht's. Mal schauen. Juwelen will ich nicht. Ich bin auf der Suche nach Erzvorkommen. Nein? Ja, okay, da oben. Nein? Ach, hier. Ist noch ein Erzvorkommen.
Hier ist kein Turret. Okay, was nicht schlimm ist. Okay, da oben ist noch ein Erzvorkommen. Okay, 16. Mal schauen, habe ich genug von denen? 50. Ich glaube, ich schaue noch mal eine Runde noch mal nach. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt 40 oder 60 brauche. Auf jeden Fall war die Anzahl ist geringer als die 100. Noch ein Erz vorkommen. Ein paar Graffitis halt mitten in der Pampa. Okay, wahrscheinlich noch in der Höhle oder so. Ach, ist egal. So, da waren die Juwelen, die ich nicht brauche. Mehr Juwelen. Hoppala. Okay, Juwelen. Okay, brauche ich auch nicht. Juwelen. Ah, hier. So. Jawohl. Und ich denke mal, das reicht. So, dann bin ich ja fertig. Das heißt, schnell nach. Naja. Warum funktioniert das nicht? Ungültiger Start. Jetzt müssen wir schauen. Fortuna liegt da. Irgendwie funktioniert das mit dem Weg doch nicht. Ja, dann fliege ich da, wo der schwarze Rauch ist. Doch schneller als erwartet. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit nur Ressourcen sammeln. Und dann würde ich sagen, ab ins Dojo. Kann man wunderbar von Fortuna aus her machen.
Zack. Und dann hier hin. Wieder einmal schnell durchrennen. Die letzten Kupanix noch mal investieren. Ach, nur 40 waren's. Okay. Commencing restoration. You will be contacted upon completion. So, und das dauert wieder 12 Stunden. Bis der Rejack wieder fertig ist. Da kann man ja nichts machen. Naja, ich würde sagen, das war's wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.